Benjamin Bühnemann ist Vorsitzender des Bremischen Richterbunds. Er schlägt Alarm. In Bremen ist bei der Staatsanwaltschaft rund jede dritte Stelle unbesetzt. Es gibt Aktenberge und jede Menge unbearbeitete Fälle. Das könnte schwerwiegende Folgen haben, befürchtet Bühnemann. Wenn Straftäter deswegen nicht in Untersuchungshaft kommen oder frühzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen werden und dann eine schwere Straftat begehen, die Verantwortung dafür tragen nicht wir als Justiz. Auch im Justizressort ist das Problem bekannt. Gerne möchte man mehr Geld für die Staatsanwaltschaft ausgeben, aber dieses Geld hat Bremen nicht. Deshalb bleibt nur eine Notlösung. Es wird bei der Staatsanwaltschaft priorisiert werden müssen, was die Verfahrenslaufzeiten angeht. Das heißt, schwere Delikte muss man prioritär abarbeiten. Dinge, die nicht so prioritär sind, leichte Eigentumsdelikte, ähnliche Geschichten. Es wird ein bisschen länger dauern. Rückblick. Bereits 2016 mussten zwei Bulgaren aus der Justizvollzugsanstalt Oslepshausen entlassen werden. Der Grund? U-Haft darf nicht länger als 6 Monate dauern. Aber aufgrund von Überlastung und Personalmangel beim Landgericht hat es die Justiz nicht geschafft, den Fall zu bearbeiten. Und es gibt ein weiteres Problem. Hier an der Uni Bremen steht der juristische Nachwuchs zwar in den Startlöchern, aber viele wollen gar nicht bei der Staatsanwaltschaft arbeiten, sondern in anderen Bereichen der Justiz. Vielleicht im Richteramt, weil ich mir vorstelle, dass es ein bisschen entspannter ist, aber in der Staatsanwaltschaft sehe ich mich nicht. Man ist ja in seinen festen Besoldungsgruppen und hat vielleicht andere Aufstiegsmöglichkeiten, als wenn man in der freien Wirtschaft tätig ist. Am liebsten in einer Anwaltskanzlei, aber vielleicht auch irgendwann in einer NGO. Und Staatsanwaltschaft ist keine Option? Nee, eher nicht. Ich möchte lieber selbstständig arbeiten. Christoph Külpmann gibt Jura-Vorlesungen an der Uni Bremen. Bedingt durch den Fachkräftemangel stehen den Studierenden nahezu alle Tore offen. Wir haben insgesamt weniger Studierende, weniger Referendare als sagen wir vor 30 Jahren. Und wir haben gleichzeitig ja die große Pensionierungswelle der Babyboomer, die jetzt sozusagen nach und nach in den Ruhestand gehen. Die Folge, die zukünftigen Juristen und Juristinnen gehen dorthin, wo es das meiste Geld zu verdienen gibt. Dieses Problem sieht auch Andrea Tietz, Co-Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Gerade die Anwaltskanzleien, die großen Kanzleien sind eine sehr starke Konkurrenz. Im Grunde können wir als Justiz mit denen nicht konkurrieren. Die haben deutlich höhere Einstiegsgehälter. Es bleibt dabei, mehr Personal für die Staatsanwaltschaft dringend benötigt. Bereits mehrfach hat Benjamin Bühnemann deshalb Gespräche mit den Verantwortlichen des Senats gesucht. Das Ergebnis ernüchternd. Für uns zählt nicht, ob wir da freundlich begrüßt werden oder ob wir schön miteinander sprechen, sondern ob am Ende Stellen geschaffen werden, die wir dringend benötigen. Nicht damit wir Spaß haben, sondern damit wir die Verfahren bearbeiten können und damit wir der Kernaufgabe des Staates, nämlich der Strafverfolgung, nachkommen können. Und die Strafverfolgung kann nur funktionieren, wenn es auch genügend Personal dafür gibt. So das Fazit des Deutschen Richterbundes bei seinem Treffen in Bremen.